Muss ich jetzt noch mal die Chest-Tür auch aufbrechen? Natürlich. Mutter, du konntest Washington nicht aufhalten. Aber vielleicht kann ich dir zu ihm folgen. Jemand im Palast. Schießt auf alles, was hier durchkommt. Oder es kommt gar nichts durch, wenn ich unsichtbar bin. Da kann ich da runter, das ist die Frage. Oh, die wird da ja. Zu viel für einen Menschen. Hier durchgebrochen. Muss das Vieh umbringen, dann unten was er machen. Da sind Bissspuren drauf. Ging nicht anders. Das
Antwerper. Okay. Stehst du wieder auf oder? Oder will ich halt niemand mehr? So. Die zwei Dinge von oben. Ich glaube zuerst, das gehört so, wie es oben ist, aber dann haben wir gedacht, irgendwie nicht. Jetzt bist du dran, Washington. Es ist Zeit zu beenden, was du anfängst. Ich frage mich immer, für was ich drücke. Da kann ich gleich nur laufen. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob er es durchgehört hat, aber ich habe definitiv gedrückt. Scheiß Dreck, du.
Nirgendwo. Ja, kann ich mich da festhalten. Ah, ich bin doch nicht im Adler angekommen, wo ich drauf drücken hab. Frage ich dich, wo stehe ich da fest? Bist du endlich. Commander Washington, wenn du den Apfel aufgibst, lasse ich dich leben. Den Apfel aufgeben? Er kontrolliert dich. Ist es das, was du glaubst? Ich glaube, ich kontrolliere ihn. Obwohl ich die Möglichkeit, dass er andere kontrolliert, nie erwog. Vielleicht kann er das. Du wurdest von der Macht des Apfels korrumpiert. Korrumpiert? Nun, dann habe ich eine interessante Frage. Soll ich den Apfel aufgeben, um meine Seele zu retten? Oder willst du den Apfel für dich selbst, um Kontrolle über das Volk zu erlangen? Das Volk ist sein eigener Führer. Täusch dich da mal nicht. Ein absurder Gedanke. Aber nehmen wir an, ich würde von dem Apfel kontrolliert. Was könntest du dann anders machen? Ich würde ihn zum Wohl eines jeden verwenden. Der Besitz des Apfels ist sowohl Fluch als auch Segen. Sag mir, wenn du die Erde beben lässt, fühlst du dich dann als Sklave des Volkes oder willst du sein Herrscher sein? Das Volk will deinen Sturz. Aber du hast nicht geantwortet. Ich bin der einzige König hier! Und ich bin jetzt auch wieder kämpfen. Das ist einfach der Schuss, der stehen bleibt. Oder zwei, das mit anschleppen. Das ist dein Zeitversenken. Jetzt sehe ich dich. Verschwinde, das wird dich nicht treffen. Hinweg mit dir! War ich schon da drück und dann genau in dem Moment kommt dieser als Arschloch daher. Ich wusste, dass ich dich wiedersehe. Sieh das gleißende Licht. Ah. Oh, rein, rein. Wo bist du dieses Mal hin? Noch mehr Tricks?
Ich schicke dich zurück in die Hölle. Achso, jetzt muss ich auch das auch noch aufpassen. Vor meiner riesigen Macht. Ich töte dich für das, was du getan hast. Jetzt sind wir viele. Spüre die Hitze meiner Wut. Wirf mich nicht weg. Das ist ein Fleischversenken. Es ist immer genau in dem Moment, wo ich aufs Drücken da sage. Hadon Hagedon, ich starb beim Versuch, Washington zu töten, aber ich flehe dich an, begehre nicht den Apfel. Mein Sohn, ich sorge mich um dich. Die Seelenreisen haben dich verwirrt. Gib deinen Kampf um den Apfel auf. Bitte, mein Sohn, bitte. Na, du täuscht mich nur. Jetzt ist die Gelegenheit. Nimm den Apfel. Nimm ihn. Nimm ihn. Commander. Nimm ihn weg. Nimm ihn mir weg. Ich will ihn nicht. Kein Mann sollte eine solche Macht besitzen. Versenkt ihn im Meer. Beschwert ihn. Und versenkt ihn in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Eigentlich unser Kurs. Commander Washington. Ich dachte, ich wäre allein. Verzeiht bitte die Störung. Das ist schon gut. Sieht ganz nach einer Pattsituation aus. Ich fürchte, ja. Darf ich anmerken, Commander, eine Republik kann in einer Welt mit so vielen wettstreitenden Mächten nicht überleben. Ich bitte um Verzeihung. Gewählte Organe, ganz sicher. Dafür haben wir gekämpft. Da
Damit die Nation gedeiht. Damit die Nation erblüht, muss die Schwäche einer Republik von einem mächtigen Mann im Zentrum ausbalanciert werden. Ein mächtiger Mann, Commander, der, wenn ich so frei sein darf, in den Augen der Welt an Größe gewinnt, wenn er den Titel eines Königs erhielt. Sir, ich glaube, ich kann euch aufrichtig antworten. Euer Vorschlag bedeutet das größte Unheil, das meinem Land zustoßen könnte. Ihr hättet niemanden finden können, dem euer Plan mehr missfiele. Ich bitte euch inständigst, falls euch etwas an eurem Land liegt, an euch selbst und euren Nachkommen, falls ihr mich respektiert, verbannt diese Ideen aus eurem Hirn. Sprecht nie wieder, egal ob zu euch selbst oder zu anderen, über einen solchen Gedanken. Wir sind hier fertig. Bist du wieder zurück? Ja. Zurück. Bring uns zurück. Unser Schiff ist wieder da. So, dann haben wir die DLCs auch durchgespielt. Das ist sehr gut. Ich wundere, ich habe das Ding auf die Seite geschoben. Weil ich werde jetzt den Stream mal beenden. So eine Stunde oder so. Nur essen und hier da wegrammen. Und dann werde ich nochmal das Assassin's Creed Liberation oder wie das heißt, werde ich dann auch spielen. Also, danke mal, bis später. Euer Slavos, tschüss.